Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Es ist das Jahr 2025. Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, überall toben Waldbrände. Die Welt steuert unaufhaltsam einer Klimakatastrophe entgegen. Doch dann schließen sich, wie aus dem Nichts, drei große Widersacher zusammen, um endlich etwas zu unternehmen. Ausgerechnet Russland, China und die USA bilden die Allianz fürs Klima. Sie wollen die Zukunft der Menschheit sichern und die Klimaziele notfalls mit Gewalt durchsetzen. Nicht jedem gefällt das. Und in aller Stille plant eine geheime Organisation den Widerstand. Der Plan ist einfach. Sie wollen Brasilien in einen Krieg mit den Supermächten treiben. Das Land hält sich nämlich nicht an die neuen Klimaziele und holzt immer noch weite Teile des Amazonas ab. Um sich gegen die G3 verteidigen zu können, wird mit Hilfe von nigerianischen Waffenhändlern ein Deal geschlossen, der die Welt verändern könnte. Nur durch Zufall erfährt ausgerechnet der Koch Ricardo da Silva von dieser Verschwörung. Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort, als er in seinem Restaurant in Sao Paulo Zeuge eines geheimen Treffens der Waffenhändler wird. Politik interessiert ihn eigentlich nicht, und doch findet er sich bald als Spielball von Mächten wieder, die er nicht versteht. Hilfe bekommt er nur von der brasilianischen Geheimagentin Sofia, die wie er das Schlimmste verhindern will. Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Jetzt erhältlich bei Hugendubel.